Gran Canaria, eine Insel, die für ihre atemberaubende Natur, das ganzjährig angenehme Klima und die herzliche Gastfreundschaft bekannt ist. Aber was kostet es eigentlich, hier einen ganzen Monat zu verbringen? Darüber möchte ich heute sprechen. Gran Canaria ist eine der kanarischen Inseln, die zu Spanien gehören. Sie ist die drittgrößte kanarische Insel, liegt im Atlantischen Ozean vor der Nordwestküste Afrikas. Auf Gran Canaria herrschen das ganze Jahr über immer sehr milde Temperaturen. Deshalb wird die Insel auch als Insel des ewigen Frühlings bezeichnet. Vor allem im Winter, wenn es in Deutschland sehr kalt ist, kommen sehr viele Touristen nach Gran Canaria. Also da ist dort Hauptsaison, weil dort die Temperaturen immer noch um die 19 bis 24 Grad liegen. Im Sommer dagegen kann es auch schon mal um die 30 Grad werden. Die Insel hat einfach so viel zu bieten. Die Landschaft ist total vielfältig, also man findet dort Strände, Dünen, Berge und Wälder. Das Innere der Insel ist bergig, wobei der Pico de la Nieves der höchste Punkt der Insel ist. Ich habe jetzt fast 3 Monate auf Gran Canaria verbracht und heute möchte ich dir einfach mal exemplarisch zeigen, was es hier so kostet, einen Monat zu leben. Ich habe das Video wieder in verschiedene Kategorien eingeteilt, also wenn dich eine Kategorie nicht interessiert, dann kannst du einfach weiterspringen. Ich mache unten Timestamps rein. Und die Preise, die ich hier zeige, die gelten für 2 Personen, einfach weil ich mit meinem Mann unterwegs bin. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Die Wahl der Unterkunft hat wirklich den größten Einfluss auf das Budget. Also wir haben uns für eine 2-Zimmer-Wohnung entschieden in Las Palmas, in der Hauptstadt von Gran Canaria, direkt in der Nähe des Strandes Las Canteras. Und ich muss wirklich zugeben, die Preise haben hier in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr, sehr angezogen. Also wir waren wirklich super happy mit unserer Wohnung. Die Ausstattung war top. Wir hatten 2 Zimmer, ein Bad, wir hatten sogar Rollos an unserem Schlafzimmerfenster, was wirklich super selten ist in Spanien. Wir waren in 3 Minuten zu Fuß vorne am Strand und ja, wir waren wirklich sehr zufrieden. Insgesamt haben wir für unsere Wohnung für einen Monat 1700 Euro bezahlt. Es gibt natürlich auch günstigere Optionen. Wichtig ist einfach, dass man die Wohnung oder die Unterkunft nach seinen Bedürfnissen auswählt. Wenn du jetzt sagst, du arbeitest eh nicht von zu Hause aus, sondern du gehst in ein Coworking oder du bist nur zum Urlaub machen hier, dann reicht ja auch völlig ein Studio-Apartment aus. Das hatten wir letztes Jahr gemietet und da haben wir für einen Monat um die 900 Euro bezahlt. Lebensmittel und alltägliche Einkäufe sind auf Gran Canaria überraschend günstig, wenn man sein Obst und Gemüse zum Beispiel auf den lokalen Märkten kauft. Da Gran Canaria eine Insel ist, muss natürlich alles importiert werden und importierte Sachen können dann aber auch schon mal richtig teuer werden. Wir waren die meiste Zeit aber im Bioladen einkaufen und da sind die Preise dann schon etwas höher. Das kann man dann schon mit Deutschland vergleichen, wenn man jetzt in Deutschland zum Beispiel im Bioladen einkauft. Und das ist ganz lustig, da sind ganz, ganz viele deutsche Produkte nach Gran Canaria importiert worden und da steht auch alles noch auf Deutsch drauf und dann wurde ein Label drüber geklebt, wo dann alles auf Spanisch extra stand. Für einen Monat haben wir für Einkäufe 370 Euro ausgegeben. Aber ein Tipp von mir, wenn du Geld sparen möchtest, dann kauf wirklich dein Obst und Gemüse einfach auf den Märkten und da kommt man wirklich sehr, sehr günstig weg. Gran Canaria bietet wirklich eine fantastische kulinarische Vielfalt. Gerade in Las Palmas gibt es eine riesige Auswahl an Restaurants. Und ich glaube, du hast ja schon mitbekommen, wie gerne wir essen gehen. Besonders toll sind hier natürlich die Tapas, der Fisch und die lokalen Spezialitäten, wie zum Beispiel die Papas Arrugadas. Das sind so kleine Kartoffeln mit einer Salzkruste. Dazu gibt es dann 2 verschiedene Dips und boah, da könnte ich mich einfach so reinlegen. Das schmeckt einfach so, so lecker. Also wenn du mal auf Gran Canaria bist, dann musst du die unbedingt probieren. Was auch richtig cool ist, hier auf Gran Canaria wird oft ein Menü del Dia angeboten, also ein preiswertes Mittagsmenü. Und da haben wir zum Beispiel bei unserem Thailänder für das Mittagsmenü als Vorspeise immer Saté-Spieße bekommen und danach zum Beispiel ein rotes Curry und das hat dann nur 10,90 Euro gekostet. Man findet hier aber auch viele internationale Restaurants, wie ich gerade schon gesagt habe, kann man hier auch thailändisch essen gehen, japanisch, koreanisch, italienisch, also da gibt es wirklich richtig, richtig viel. Ja, und wir gehen eben sehr, sehr gerne und oft essen und wir bestellen uns auch recht oft Essen, weil es eben zeitsparender ist. Das ist ganz cool, da gibt es in Gran Canaria die App Glovo. Darüber haben wir zum Beispiel auch immer bestellt und ja, das ist richtig praktisch. Und ja, man kann schon ehrlich zugeben, wir geben für Essen sehr, sehr viel Geld aus. Insgesamt haben wir für Restaurants
1250 Euro ausgegeben für einen Monat. Wenn du in Gran Canaria am Flughafen ankommst, dann ist es natürlich das Einfachste, mit dem Taxi in die Unterkunft zu fahren. Wir haben dieses Jahr das Taxi genommen und haben für 30 Minuten ungefähr 40 Euro bis zu unserer Unterkunft gezahlt. Letztes Jahr haben wir den Bus genommen, was ungefähr nur 3 Euro pro Person gekostet hat. Aber mit dem Bus, da musst du dir vorstellen, das ist ein Reisebus und du musst da dann deine Koffer unten reinstellen und der Bus hält auch an verschiedenen Haltestellen und es steigen Leute aus und du hast dein Gepäck eben nicht im Blick und du weißt dann nicht so richtig, ob jetzt irgendjemand deinen Koffer einfach mit rausnimmt. Und ja, das war uns dieses Jahr ein bisschen zu unsicher und deswegen haben wir uns das Taxi gegönnt. In Las Palmas während unseres Alltags konnten wir aber alles zu Fuß erledigen und wir haben die öffentlichen Verkehrsmittel gar nicht gebraucht. Aber die öffentlichen Verkehrsmittel wie Busse, die sind wirklich sehr zuverlässig auf Gran Canaria und können dich auch überall hinbringen. Für Ausflüge am Wochenende haben wir uns aber auch mal ein Auto gemietet, was 40 Euro pro Tag gekostet hat. Und das kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Da kannst du einfach die ganze Insel erkunden und bist komplett flexibel. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Insgesamt haben wir für Transport für 2 Personen für einen Monat 120 Euro ausgegeben. Aktivitäten. Auf Gran Canaria gibt es wirklich richtig viel zu entdecken und die Insel ist total vielseitig. Du könntest vormittags im Gebirge wandern gehen und am Nachmittag die Sonne am Strand genießen. Auf Gran Canaria ist das wirklich möglich. Wir haben mit unserem Mietauto wirklich die ganze Insel erkundet. Wir waren zum Beispiel auch im Gebirge oben auf dem höchsten Punkt von Gran Canaria, dem Pico de Las Nieves. Wir waren in Maspalomas und haben dort die tolle Dünenlandschaft genossen. Wir waren aber auch in einem tollen Hafenstädtchen, zum Beispiel in Puerto de Mogán. Also den Ort, den kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Es ist wirklich total schnucklig dort. Es gibt dort ganz viele Restaurants direkt am Hafen und ja, da kann man sich's einfach gut gehen lassen. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir waren zum Beispiel auch surfen. Wenn du dir hier einen Surfanzug für 2 Stunden ausleihen willst und ein Surfboard, dann hat es pro Person um die 20 Euro gekostet. Wir hatten aber auch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, was pro Person 40 Euro gekostet hat. Und hier auch ein kleiner Tipp, es gibt in Las Palmas 2 Fitnessstudios. Eins, das GoFit, das liegt direkt am Meer, also von der Lage her wirklich wunderschön. Das ist aber immer sehr überfüllt und hat mir persönlich gar nicht gefallen. Wir waren immer im Dreamfit, das liegt auch recht schön. Das liegt zwar in einem Einkaufszentrum, aber man hat Blick über den gesamten Hafen. Und dort gibt es zum Beispiel auch die Paddleplätze. Und die gesamte Atmosphäre in dem Fitnessstudio ist einfach total angenehm. Also das Fitnessstudio war nie richtig überfüllt. Es gibt auch Kurse, die dort inkludiert sind im Preis. Und ja, ich fand es dort immer richtig schön. Wir waren aber auch in verschiedenen Museen und im Aquarium von Las Palmas, das übrigens richtig, richtig toll ist. Also kann ich auch sehr empfehlen. Also wir haben wirklich ganz viele verschiedene Sachen unternommen. Insgesamt haben wir für 2 Personen für Aktivitäten 185 Euro gezahlt. Auf Gran Canaria kann man aber auch sehr gut shoppen gehen. Also es gibt dort wirklich ganz viele süße kleine Lädchen. Es gibt aber auch große Einkaufszentren. Wir haben zum Beispiel neue Sneaker gebraucht und ich habe mir auch noch einen Cap gegen die Sonne gekauft. Insgesamt haben wir für Shopping 155 Euro ausgegeben. Zum Schluss kommen wir noch zu den sonstigen Ausgaben. Ich wollte hier auf Gran Canaria Spanisch Unterricht nehmen. Das habe ich mir wirklich ganz fest vorgenommen. Ich hatte nämlich in der Schule nie Spanisch und Spanisch ist einfach eine so wichtige Sprache. Vor allem sprechen auch hier viele Leute gar kein Englisch. Also es ist wirklich wichtig, ein bisschen Spanisch wenigstens zu sprechen. Das war zum Beispiel auch ganz lustig, als ich bei unserem Wasserlieferanten angerufen hatte, um Wasser zu bestellen, habe ich gefragt, ob er Englisch spricht. Und als er das gehört hatte, hat er einfach direkt aufgelegt. Also ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, ein bisschen Spanisch wenigstens zu sprechen. Für eine private Spanischstunde habe ich 30 Euro gezahlt. Dann war ich zum Beispiel mal bei der Kosmetikerin und habe eine professionelle Gesichtsreinigung gemacht. Ich war mal bei der Pediküre, was nur 28 Euro gekostet hat, also viel, viel billiger als in Deutschland. Insgesamt kommen wir bei den sonstigen Ausgaben auf 148 Euro. Also die Zeit auf Gran Canaria, die werde ich wirklich nie vergessen und ich verstehe wirklich so, so gut, warum Menschen immer wieder dorthin reisen oder sogar schon dahin ausgewandert sind. Aber kommen wir zum Gesamtbetrag. Insgesamt haben wir für einen Monat Gran Canaria für 2 Personen
3.928 Euro ausgegeben. Das wären pro Person 1.964 Euro. Ich hoffe, ich konnte dir hier jetzt einen ganz guten Einblick geben und ich hoffe, es hilft dir bei der Planung deiner eigenen Reise. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt. Wenn du jetzt noch mehr über Gran Canaria erfahren willst oder dich interessiert, warum wir ganz speziell uns für Las Palmas entschieden haben, warum wir in der Hauptstadt gewohnt haben, dann schau gerne dieses Video an. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.